Sachen. Hunde lachen, Männchen machen. Zu Gast bei uns im Folium, der Charlie und der Gabriel Vetter. Und da ist er ja schon, der Dominik Deville. Guten Abend miteinander. Hallo, guten Abend miteinander. Da muss ich da sein. Und da sind. Und hab. Hab. So gut. Und sitz. So, bin grad so weit. Hab. So, prima. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu einer wahrlich tierisch geilen Sendung aus dem Folium. Hallo Marike. Hallo Dominik. Und hallo Charlie. Hallo Charlie. Sally. He? Das ist nämlich nicht nur mein neuer Sidekick und nicht nur irgendein Hund. Das ist der Original-Ombudshund, der schaut, dass alles richtig läuft. Gell, Charlie? Ja, ganz fein, gell? So, schau, da bringst du gerade das Leckerli über. Du, jetzt ist jetzt ein bisschen politisch unkorrekt, dass ich frage, aber trotzdem, was bist du für eine Rasse, Charlie? Aha, sehr interessant. Schau jetzt dann. Hast du auch schön irgendetwas trinken da bei dir, Charlie? Ja, gut, also. Gut, sehr schön. Ein nasser, champagner-schlürfender Hund auf unserem Gästesofa im Schweizer Fernsehen. Nein, ich habe nicht bei G&G eingeschaltet, sondern bei Deville, der ab heute Lieblingssendung von allen Hündler, Tierärztinnen, Papageientrainer und süchtigen Tierliebhaberinnen. Heute mit einer Spezialausgabe zu unseren Freunden und Freundinnen, die wir als Einzige haben dürfen während der Pandemie ohne Bedenken knuddeln, streicheln und umarmen. Und wo mehr oder weniger auch immer schön einen hatten, den Tier. Aber das ist nicht alleine der Grund, warum wir jetzt hier bei Deville eine Tiersendung machen. Wir haben herausgefunden, dass wirklich 85% von allen Leuten, die meine Sendung in den sozialen Medien kritisieren oder sogar haten, haben ein Profilbild von oder mit ihrem Haustier ins Netz gestellt. Zum Beispiel hier die Marie-Therese aus B oder hier der Hans-Uli aus O oder die Samantha aus Z. Alles Menschen, die neben Seraphim auch Hundesteuer zahlen müssen und deswegen natürlich doppelt gestraft sind. Und denen wollen wir jetzt mit dieser Sendung heute auch eine kleine Freude machen. Endlich wird auch der letzte SRF-Skeptiker eingesehen, ja, im Deville liegt Satire wirklich am Herzen. Außerdem war es ja auch wirklich auffällig. Wenn ihr so mal ein bisschen Meldungen gelesen habt in letzter Zeit, die nichts mit Corona zu tun haben, dann haben sie sicher irgendwie mit Hunden zu tun gehabt. Zum Beispiel sind vor kurzem Lady Gagas Hunde entführt worden. Wahrscheinlich haben die Entführer sehr schnell gemerkt, dass sie ein höheres Lösegeld fordern können, wenn sie die Hunde anstatt der Lady Gaga selber entführen. Oder sind wahrscheinlich einfach die Angst bekommen, dass Lady Gaga sie beißen können. Weil Lady Gaga macht für ihre Hunde wirklich alles. Oder für wer ist das Kleid ganz genau gedacht? Aber auch unsere Lady Gaga, nein, nicht du, Marike, ja, sondern unsere Bundesrätin Karin Keller-Sutter ist wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Hund gekommen. Sie ist jetzt nämlich Patin von einem Bernardiner geworden. Ich freue mich sehr und bin sehr stolz, weil ich habe diese Hunde kennengelernt bei der Feier von Jean-René Fournier, als er Ständeratspräsident geworden ist. Und wir hatten sofort einen Kontakt und es war der Beginn einer Freundschaft. Ja, man ist sich jetzt nicht ganz sicher, reden Sie jetzt von Ihren Bundesratskolleginnen und Kollegen oder vom Hund? Aber so wie die FDP gerade vor der SVP das Männchen macht, passt das ja auch irgendwie. So, was haltest eigentlich du von Bernardiner, Charlie? Ah, okay. Hätte ich mir vorstellen können. Der ist natürlich auch weltbekannt, oder? So ein Rettungshund. Meinst du den, Charlie? Hä? Der Barry White? Können wir da mal reinhören? Ah, Barry White, jetzt weiß ich welche. Bei dem werde ich auch immer ganz rollig. Okay. So, noch eine dritte Hundemeldung hat das ganze Land in Atem gehalten, weil endlich ist die Super League, ja, die Super League wieder mal extrem spannend gewesen, wenn auch nur für ein paar Sekunden. Jetzt geht er auf die Spielbank und holt ein Liebling. Das ist der Hund Chilla vom FCC-Präsident, der das Spielfeld im Match gegen Sion gestürmt hat vor 2 Wochen. Aber keine Sorge, man konnte Chilla retten, bevor er vom Christian Constantin verprügelt worden ist. Gefällt dir Chilla, Charlie?
Ah ja, der FC Basel, dort hat ja auch etwa vor 2 Wochen den Valentin Stöckli vom Feld geholt. Hm? Und dann haben wir natürlich noch das gesehen. Was ist denn da los, bitte schön? Daniel Koch bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Mit seinen Hunden Akira und Bunchi rennt er durch den Wald. So schön, die Hunde gehen wieder mal mit unserem allerliebsten Ex-Virus-Dompteur und Selbstvermarktungs-Iologe Dani Koch laufen. Ja, auf der Strasse kennt man ihn die ganze Zeit, aber hier im Wald kann der Dani eben noch sein, was er eigentlich ist. Einfach ein unheimlicher alter Mann, der sich von 2 Bestien durch den Wald ziehen. Außerdem die Corona versus Haustiermeldung. Im letzten Jahr sind so viele Haustiere gekauft worden wie selten zuvor. Also vergessen leere WC-Papierregale in der Migros wegen dem Lockdown. Beim Qualipet sind Hamsterregale leer geräumt. Das sind echte Hamsterkäufe, meine Lieben. Ich persönlich finde ja, ein 24er-Pack doppellagiger Hamster total übertrieben. Ein Hamster längert ja für einen Monat, oder? Stimmt. Sind ja abwechselbar. So. Viele sind dann aber doch enttäuscht gewesen. Der Vaterschaftsurlaub gilt leider nicht für dein neue Haustier. Ja, Corona, wenn man schon das Grosse nicht streicheln kann, dann halt wenigstens vielleicht den Hamster. Auf jeden Fall haben sich Tierheime wegen Corona schneller gelehrt als die Altersheime. Und Haustiere sind ja auch praktisch, haben ja auch Verständnis für den Lockdown. Ja? Ah, den ganzen Tag daheim, kein Einkommen mehr, dir wird ständig gesagt, wie du dich musst verhalten musst. Alles dreht sich nur noch ums Essen und ums Schlafen. Willkommen in der Welt der Haustiere. Oder Charlie? Und während dem Lockdown ist das Haustier halt schon auch praktisch gewesen. Da, Fido, friss bitte das abverheilte Bananenbrot. Da, Fido, friss jetzt bitte die verdammte Hausaufgabe von meinem Kind. Oder da, Fido, friss wenigstens mein Kind. Haustiere sind auch praktisch gerade im Homeoffice. Endlich ist man nicht mehr der Einzige, der den ganzen Tag ohne Hose rumläuft daheim. Und wenn man sich ständig jetzt einmal mit einem schlafenden Hund vergleicht, ja, fühlt man sich doch viel produktiver. Oh, ich konnte heute nur 3 Rechnungen können bearbeiten im Homeoffice. Aber hey, mein Hund hier, der hat überhaupt nichts gemacht. Wir haben so viel Zeit daheim verbracht, dass sogar die Hunde gedacht haben, hey, geht der jetzt einmal raus, er nervt. Katzen haben sich hingegen genervt, dass die Menschen sich aus Corona-Verzweiflung den ganzen Tag am Katzenbaum abreagiert haben. Aber Obacht! Wegen dem Boom hat es jetzt fast zu viele Haustiere. Euch macht Corona-Kurven Angst? Dann werft mal einen Blick auf die Welpenkurve. Und das ist erst der erste Wurf. Bald kommt der zweite Wurf. Der dritte Wurf. Bald werden die Hundezahlen explodieren. Und dann denken an die grausamen Mutationen aus England. Also die Politik hat nicht nur Corona, sondern auch die Haustiere nicht im Griff. Im Aargau zum Beispiel haben 2 Grossratsmitglieder einen Vorstoß eingereicht für Kastration und Katzensteuer. Aber Moment, hat es wirklich zu viele Katzen im Aargau? Das ist komisch. Ich habe immer gedacht, schlechte Autofahrer sind jetzt natürlich ein Gleichgewicht gegen Katzen. Hoppla, hoppla, sind wir jetzt hier auf der Welle. Nein, man hat im Aargau erkannt, Katzen sind schlecht für das Ökosystem und reproduzieren sich viel zu schnell und unkontrolliert. Und deswegen muss man sie kastrieren. Also wenn ich ein CVPler im Aargau wäre, würde ich jetzt Angst bekommen nach dem Entscheid. Ja, mit dir, in welcher Form auch immer, kann ich dann etwas anfangen. Hm? Wenn schon nicht als Haustier, dann wenigstens gut durchbraten auf dem Teller. Kommen wir ehrlich, jeder hat doch ein Lieblingstier, oder? Marike, was ist dein Lieblingstier? Erdmännli. Erdmännli? Ja. Hast du brav gesagt? Da kommst du ein Häpperliefer. Und deswegen engagiert sich auch immer bei den Menschen, ja, zu Recht für Tiere. Oder wie jetzt kürzlich auf den Weg gebracht, mit der Initiative gegen Tierversuche. Das klingt ja schon mal grundsätzlich sympathisch. Ich meine, wer ist schon für Tierversuche? Ich glaube nicht mal, die Irina Bella geht in eine Parfümerie und meint, bitte eine Hautcreme, aber nur mit denen, die an Babyäffchen ausprobiert worden sind. Ja? In den USA will man zum Beispiel ab 2035 keine Giftigkeitsstudie an Säugetieren mehr durchführen. Hm? Die USA nehmen es eben ernst mit dem Tierrecht. Alle People of Color hingegen müssen halt noch ein bisschen warten, was ihre Rechte anbelangt in den USA. Die Initiative ist aber sehr radikal. Ja? Sie fordern das Verbot von allen Tier- und Menschenversuchen. Jetzt. Sofort. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht gewusst, dass wir in der Schweiz noch grausame Menschenversuche machen. Also abgesehen natürlich von unserer Corona-Strategie. Ob Tierversuche wirklich nötig sind, ist ohne Zweifel unbedingt diskutierbar. Also schauen wir doch mal auf die Initiative-Webseite. Mit wem wir hier genau diskutieren, unterstützt wird die Initiative, das kann man nachschauen, vom Club der Rattenfreunde Schweiz. Das ist wirklich wahr. Klingt jetzt nicht allzu vertrauenswürdig, Rattenfreunde Schweiz, ja, sondern eher noch eine Kleinklasse in Hogwarts. Achtung, nicht zu verwechseln mit dem Club der Mäusefreunde, das ist die FDP. Ja.
Dann auch noch dabei ein alter Freund von uns, der Armin Gappaul. Der Armin Gappaul ist ein bisschen der Zeuge Jehova von der Volksinitiative. Wenn man ihn mal reinlässt zu sich, will er einfach nicht mehr gehen. Grüezi, haben Sie schon mal über die Hornkuh nachgedacht? Oh, Marike, könntest du dir bitte notieren, dass wir mal etwas über Zeugen Jehovas in der Sendung machen? Haben wir mit denen schon Ärger? Nein, leider nicht. Bisher nur mit der Kirche und mit ICF. Also gut, tun wir doch mal etwas über Zeugen Jehovas machen. Ja. So, wer unterstützt sonst noch die Initiative? Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Haben wir nämlich gesehen, Unterstützer sind auch die Kampfsportschule Aarau. Nicht Kampfhundschule, sondern Kampfsportschule Aarau. Wer will jetzt einen ganz schlechten Kantönli-Witz hören? Also gut, da ist er. Achtung, Kampfsportschule Aarau. Da haben sicher alle schon die schwarze Socken. Naja, gut. Denn wer auch noch unterstützt, ist der Verein gegen Tierfabriken mit seinem Gründer Erwin Kessler, der gerne mal den Holocaust verharmlost und laut Bundesgericht straffrei als Antisemit betitelt werden durfte. Erwin Kessler, müsst ihr euch vorstellen, ist so ein bisschen eine Mischung aus dem Erich Weber, ja, und dem Bruno Manser. Der Herr ist so krud und extrem, als wenn Tiere wirklich eine Stimme hätten, würden sie sich ganz klar vom Erwin Kessler distanzieren. Gibt es vielleicht noch eine Partei, die hier dabei ist? Ja, die gibt es, und zwar die HUP. Wer ist HUP, fragt ihr euch. Das ist die Schweizer Hundepartei. Die gibt es wirklich, Schweizer Hundepartei. Ich frage mich, für was kämpft denn eine Hundepartei? Wahrscheinlich für die Ballwurf-Initiative oder das Feuerwerk- und Kastrationsmoratorium. Dann natürlich der Vaterschaftsurlaub, 4 Wochen mindestens pro Welpe, könnt ihr mir vorstellen. Und nicht vergessen, sehr umstritten unter den Hunden. Konservenverantwortungsinitiative, nicht zu vergessen. Ja, vielleicht ist das die Lösung. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Tierparteien, die in der Politik mitmischen. Ganz rechts, klar, das ist ja, die SVP, die Schöfli-Volkspartei. Dann brauchen wir etwas für Kühe. Ja, das ist unser Fundament. Kühe sind ja die Arbeitsklasse in der Schweiz. Das wäre dann so die Muso. Ja? Und dann bräuchten wir so zwischendrin eine Partei für die Karnickel. Okay, das ist klar, wer das ist. Zurück zur Initiative und Tierversuch. Es ist sicher berechtigt, sich über Tierversuche und den Sinn dazu zu unterhalten. Ob man das jetzt mit Hilfe von einem verurteilten Antisemit oder diversen esoterischen Naturheilpraktiken muss machen, ist jetzt einmal dahingestellt. Immerhin haben sie unter den Unterstützern jemanden wirklich Prominenz, den Chris von Rohr. Der passt, der ist glaubwürdig, nicht nur, weil der Chris von Rohr quasi der Cockerspaniel unter den Schweizer Musiker ist, sondern auch, weil ja der Chris von Rohr selber Opfer von einem grausamen Menschenversuch geworden ist. Ja? Ein schlimmer Langzeitversuch, ein Langzeitexperiment, wo man krampfhaft versucht, das Mitglied von einer schlechten Rockband aus den 80er Jahren in den Medien zu behalten. Irgendwie. Sehr schrecklich, deswegen Daumen hoch für dieses Engagement, Chris. Würdest du dich echt in unserem Freundebuch verewigen? Mein Name, den muss man kennen, Chris, der Röckdög. Ich komme von Rohr. Meine Lieblingsblume, ganz klar, oder der Röckre. Kriechender Günsel. Ich mag nicht, ja, jetzt muss es raus. Sorry, Bruder, Mike Shiva. Was hast du immer für ein doofes Tüchli auf dem Kopf gehabt? Mein Lieblingsbuch, Schweizer Illustrierte. Meine besten Freunde, Roger Köppel und Jack Daniels. Mein Motto, Sex, Dreck, Spitex, Solothurn. Meine Nachricht an dich, los, du musst jung bleiben und mit der Zeit gehen, wie ich, oder? Und auch jetzt mit dem Corona brauchen wir einerseits den Löwe noch nie, aber auch einfach den Mut, zum Hinstehen und sagen, das mache ich nicht. Der Tag muss Tag bleiben. Und auch die Medien fokussieren sich nur noch auf eine Sache, Corona. Derweil haben wir ein neues Album rausgegeben, kein so interessiert. Mir ist einfach wichtig, dass die Musik weiterläuft. Wenn man etwas über Tiere erfahren will, muss man natürlich nicht in 20 Minuten oder nur in den NZZ hineinschauen. Nein, natürlich schaut man für die guten Tier-News ins grösste Tier- und Naturmagazin der Schweiz hinein. Tierwelt. Von vielen belächelt kann man sagen, dass Tierwelt seiner Zeit schon weit voraus war. Body Positivity zum Beispiel oder gleichgeschlechtliche Paare haben es schon lange auf Titelseite geschafft. Ja? Auch wenn der eine oder andere Beitrag zugegebenermaßen schon ein bisschen fragwürdig war. Diesem Schaf kann keiner widerstehen. Charlie, pfui. Aber wie alle Printmedien rumort es zurzeit gewaltig bei der Tierwelt. Der langjährige Chefredakteur Simon Köchlin ist Anfang des Jahres freigestellt worden.
Oder wie man auf der Tierweltredaktion sagt, er ist ausgesetzt worden. Die Tierwelt gehört jetzt selber zu der bedrohten Tierart und kann praktischerweise immerhin über sich selbst berichten. Dabei ist die Tierwelt nicht wegzudenken. Nur schon wegen der vielen Anzeigen für Tiervermittlung. Wie soll man sonst ein Haustier für sich finden? Auf Tierender? Besonders beliebt ist die Zeitschrift, haben Sie das gewusst, auch in St. Moritz. Ja? Unter den Russen gilt es als bestes Fachmagazin für Pelz. Wladimir, ich nehme diesen Hund von der Titelseite, bitte. Wie lange gibt es eigentlich Tierwelt? Fragen wir jemanden, der sich auskennt. Charlie, wie lange gibt es Tierwelt? Nein, nicht in Hundejahr, im Menschenjahr. 130 Jahre. 130 Jahre hat man dazu mal in der Schweiz sich Haustier gehalten. Ich habe gemeint, nur für Dingbuben. Dazu mal war die Welt wahrscheinlich einfach nur ein Appenzeller Hochbuch, oder? Aber gleich, heute munkeln wir, dass die Zeitschrift Tierwelt sogar zum Verkauf steht. Wir haben einmal eine Vermittlungsanzeige geschaltet in der Tierwelt für Tierwelt. Tierwelt, 130 Jahre alt, Stubenrein, sucht neuen Besitzer. Wäre doch etwas, zum Beispiel für den Markus Somm. Der hat ja kürzlich den Nebelspalter neu lanciert als rechte Satirezeitung. Ja, wie wäre es mit einer rechten Tierzeitschrift? Mit Berichten drin, wie zum Beispiel das schwarze Schaf aus dem SVP-Plakat und der Neuanfang in Rumänien. Oder solche Artikel, wie der Hund Hitlers alle Herzen im Blitzkrieg erobert hat. Ja, auch der Hund Hitlers hat viel Gutes gemacht. Oder was wirklich aus Zottel wurde. Das Bild bringt mir jetzt auf eine andere Idee. Nebelspalter, wieso nicht Tierspalter, das satirische Metzgermagazin. Das wäre doch etwas. Und wenn der Markus Somm dann ein rechtes Tierblatt veröffentlicht, da muss natürlich der Roger Köppel gerade nachziehen. Er wird Tierweltwoche gründen. Tierweltwoche. Ist mein afghanischer Windhund ein radikaler Muslim? Oder wir übernehmen es gerade. Satirewoche. Was hätten wir für Bericht drin? Image-Schaden wegen Igelfrisur. Schweizer Igel distanzieren sich politisch von Erich Hess. Oder etwas über den spannenden Alltag von einem Kastrationskontrolleur. Oder ein Bericht über einen satirischen Auftritt in einem Hundeheim. Ja, die Pandemie hat schlimme Auswirkungen auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Richtig. Auf Komikerinnen und Komiker. Uns fehlt das Publikum. Und deswegen habe ich gedacht, geh ich doch dort hin, wo ein Publikum wartet, das schon seit jeher der beste Freund des Menschen ist. Hund. Jenny, du bist Tierpflegerin im Tierheim Surber. Haben Hunde Humor? Ja, Hunde haben sehr viel Humor. Was für eine Rasse von Hunden eignet sich besonders für den polizatirischen Witz? Gollis, Border Collie. Ja. Aber auch ein einfacher Mischling. Ah, das ist ein typisches Polizatire-Publikum, kann man genau. Eigentlich sagen. Genau. Also eher einen intelligenten Humor kann man einem Hund voraussetzen. Solange man Politiker als intelligent bezeichnet. Applaudieren ist nicht möglich, dass Hunde das können, oder? Nein, aber sie können dir mit der Reaktion sehr gut zeigen, dass sie es gut finden. Sprich, nicht davonlaufen, da bleiben, Freude haben. Nicht beißen. Nicht beißen. Und der Klassiker natürlich, mit dem Schwanz wedeln. Hey, herzlich willkommen zu der Dogi Late Night Show. Was für ein Publikum. Wisst ihr was, ich war recht nervös vor diesem Auftritt. Ich habe gestern noch gedacht, komm, ich gehe etwas trinken, meine Mutter trinken. Aber ich dachte, das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich gerade hier mit einem Kater antrete. Ja. Apropos Katze. Also wer ist genau der Chef im Haushalt? Ja? Der, der vorne wegläuft und hinten nachher kommt der Mensch und tut immer sorgfältig das Gackisäckchen packen? Oder der, der muss verschämt unter dem Lavabo in ein Kistchen gackeln. Hm? Wisst ihr, wie ich Pandemie finde? Ganz ehrlich, ich finde Pandemie zum Katzen. Sowieso, wie kann man ein anderes Tier toll finden als ein Hund? Kühe? Ich meine, Kühe, was sind das? Eigentlich nur fette Dalmatiner, oder? Ja. Hey, wie läuft es so im Tierheim? Ja? Tierheim, oder wie es bei euch wahrscheinlich heisst, Zoo ohne Festanstellung. Darf ich mal ganz schnell fragen, wie heisst du? Einfach fragen, was machst du eigentlich beruflich? Nein, sag nichts. Wahrscheinlich tust du einfach ein bisschen rumliegen, oder? Dreimal am Tag essen und hier und wieder draußen einen Spaziergang machen. Können wir Menschen sehr gut. Nennt sich bei uns Homeoffice. Ja? Eieieiei. Was macht man mit einem Hund ohne Bein? Man zieht ihn um die Häuser. Nein, falsch. Um die Häuser ziehen. Das ist ja schlecht erzählt. Zwei Hunde sitzen auf einem Hügel. Der eine heult wahnsinnig. Sagt der andere, wow, ich liebe es, wie du den Mond anheulst. Sagt der andere, was, welcher Mond? Du stehst auf meinem Schwanz. Ich kann nicht sagen, was ihr wollt. Aber ich muss zugeben, die Witze sind wow.
oder? Wow! Schon, oder? Ja, das ist mir nur spontan eingefallen. Hey, jetzt habe ich noch etwas ganz Schönes von euch ausgegraben. Ausgegraben, versteht ihr? Wie der Knochen. Nein, ich habe jetzt den ältesten Hundewitz aller Zeiten, den ich euch noch zeigen will. Könnt ihr den? Mein Fazit nach dem Auftritt: Hunde sind ein fantastisches Publikum. Ja? Ich wollte am liebsten nur noch hier auftreten. Jenny, was meinst du, bin ich vermittelbar für euch? Ich denke schon, wir müssen die einfach noch kastrieren, chippen und impfen. Oh! So, fertig, lustig, knuffig, flauschig und wuff, wuff, wenden wir uns jetzt der dunklen Seite des Tier zu. Gut, dir haben der eine oder die andere von uns vor dem Lockdown-Wahnsinn gerettet. Aber wer hat uns schlussendlich in die Pandemie getrieben? Wer? Hm? Und nein, nein, und noch einmal nein, liebe Impfgegner, Verschwörungsschwurbler und auf schlechten Drogen hängen geblieben Leute. Der Bill Gates war es im Fall nicht. Und auch nicht 5G. Und schon gar nicht Gott persönlich, sondern ein Tier. Das verwundert nicht. 3/4 von allen Seuchen sind vom Tier auf den Menschen übertragen worden. Pest haben uns die Ratten gebracht, Ebola die Affen und Basler Fasnacht den Vogelgriff. Deswegen nennt man solche Infektionskrankheiten auch Zoonose. Und was für ein gemeines, grusiges Viech könnte dafür verantwortlich sein? Der Schuldige, so hat man schnell herausgefunden, ist die Fledermaus natürlich. Oder besser gesagt, der Chines. Oder noch besser gesagt, der Chines, der dann eben den ganzen Tag nur Fledermäuse und so grusiges Zeug frisst und sich dann halt ansteckt mit allem Möglichen. Das Narrativ wird ja uns schon seit der Kindheit eingeimpft. Erinnert ihr euch noch an die Speiskarte vom chinesischen Kaiser in Jim Knopf? Regenwürmer in saurer Sahne und Libellenflügelsalat. Hey, was haben wir als Kind dazu mal geschudert und uns geekelt, während wir in dem mit Fleischabfall gefüllten Schweinedarm hineinbissen haben? Der Denkansatz vom genüsslichen Fledermaus verspeisenden Asiaten, der die Welt mit einem Virus lahmlegt, ist nicht nur rassistisch, sondern auch viel zu kurz gedacht. Weil nicht ein Tier ist schuld an der Pandemie, sondern hunderte, tausende Tiere. Tiere, die in Massen gehalten werden. Die Geschichte zeigt, Viren entstehen laufend auch in der Wildnis. Aber solange Abstand von Mensch und Tier gewährleistet ist, besteht eigentlich keine Gefahr. Massentierhaltung aber zerstören die Trennung zunehmend. So ist SARS zum Beispiel von Zugvögeln auf Säue und von Säue dann auf die Menschen übertragen worden. Gerade Säue, habt ihr das gewusst, haben bis zu 95% deckungsgleiche Erbinformationen wie wir Menschen. Das macht eine Übertragung natürlich dann sehr einfach. Oder denkt an die Schweinegrippe 2009. Wie viele Menschen sind durch die Schweinegrippe umgekommen? Ratet sie bitte jetzt daheim mit. Sind es 5'000, 50'000 oder doch bis zu 600'000 Menschen gewesen? Marike, deine Schätzung? 50'000. Falsch! Bis zu 600'000 Menschen sind dahin gekraft worden von der Schweinegrippe. Ist gar nicht so krass aufgefallen, oder? Weil ist ja auch sehr weit weg dazumal. Massentierhaltung ist das schweinische Wort, das stinkend und schwer in der Luft liegt, wie ein vom Göllen entwickelter Herduft. Und Massentierhaltung nimmt immer weiter zu. Und übrigens, liebe Jim Knopf-Fans, nicht nur in China, sondern weltweit. 1965 hat es in den USA 53 Millionen Säue gegeben in 1 Million Säufarmen. 40 Jahre später fast gleich viel Säue, aber nur noch in 65'000 Farmen. Oder denkt doch mal an Dänemark und seine rund 17 Millionen Erz, die man im Verlauf dieser Pandemie hat müssen keulen, wie es so drollig heisst, aber eigentlich vergasen meint. Ich meine, wo verwahrt man 17 Millionen Zuchtnerz in einem kleinen Land wie Dänemark auf? Die grasen dort nicht einfach auf den Feldern oder wühlen am Strand umeinander. Die Tiere werden in kleine Käfige zusammengepfercht. Oh, das ist jetzt aber das falsche Bild. Aber gerade zur Corona-Zeit ein sehr schönes Bild, weißt du noch, Marika? Ja, haben wir noch so eins vielleicht? Ah, schön. Noch so ein Bild noch. So, jetzt aber weiter zurück zu den zusammengepferchten Tieren in Massenhaltungen. Wie sieht es in der Schweiz aus? Gibt es in der Schweiz Massentierhaltungen? Natürlich, sagt eine Initiative gegen Massentierhaltungen, die ebenfalls zurzeit die Bundesbahn beschäftigen. Die Initiative verlangt bessere Lebensstandards für Schlachttiere und dass Massentierhaltung in der Schweiz in den nächsten 25 Jahren ganz abgeschafft wird. Nein, die Schweiz hat kein Problem mit Massentierhaltung, sagt hingegen der SVP-Nationalrat Marcel Dettling.
In der Schweiz haben wir keine Massentierhaltung. Es gibt kein Land auf der Welt, das die Tierzahl beschränkt. Und das machen wir in der Schweiz heute schon. Und auch der Hans Frey vom Schweizer Bauernverband sagt, das gibt es eigentlich nicht, weil wir gerade in der jüngsten Gesetzesrevision und Verordnungen und allen Ausführungen und Bestimmungen die Voraussetzungen geschaffen haben, dass es das nicht geben kann in der Schweiz. Noch einmal Glück gehabt. Gibt es gar nicht in der Schweiz. Alles andere hätte mich auch verwundert, da, wo wir so viele Wiesen, Wälder, Berge und Platz haben. Wie viel Soi dürfen wir denn eigentlich so gemeinsam halten, ja, in der Schweiz? Ratet ihr mal mit, sind es 50, 70 oder sogar 150 Soi? Marika, was meinst du? 150. 150, fragen wir mal nachher. Kalber darfst du 300 Stück haben, also, bei der Süd darfst du 1500 haben, bei den Hühnern darfst du 18'000 haben. Was? Das ist jetzt aber schon sehr, oder? 18'000 Hühner, 1500 Säue, das ist schon eine Masse von Tieren. Wie viele Säue leben denn in der Schweiz, Marike, weißt du das? 1,4 Millionen sind es. 1,4 Millionen Säue? Wo leben die denn, wenn ihr zusammen pfährt auf engstem Raum in irgendeinem Stall? Wo hat man die versteckt? Auf den Nacktwanderwegen im Appenzell? In der Landfrauenküche? Oder sind sie von der Armee eingezogen worden? Wohl kaum. Versteh mich bitte jetzt nicht falsch. Ja? Auch wir Künstler, Satiriker und Spassmacher konsumieren Fleisch. Und ich sage jetzt etwas, das heutzutage ziemlich Mut braucht. Ich esse sehr gern Fleisch. Wow, das ist noch eine Aussage. Oder Marika, du isst auch Fleisch? Nein. Nein? Charlie, aber du? Eben, Sender. Ich selber muss sagen, ich esse ja nur Kinderfleisch. Also Fleisch, wo meine Kinder übrig lassen, wenn ich das schade finde, um wegzurühren. Also eigentlich bin ich Vegetarier mit Hang dazu, meinen Kindern hier und wieder ein bisschen zu viel Fleisch in den Teller reinzugeben. Also kein Flexitarier, eher ein Hoffnungstarier, nennt man so etwas wie mich. Aber anscheinend gehen die Meinungen weit auseinander, was Massentierhaltungen eigentlich sind und ob es das überhaupt gibt in der Schweiz. Schauen wir uns einmal die Richtlinie an. 1,65 Quadratmeter, das ist die Fläche, wo einer bis zu 100 Kilogramm schweren Sau zugesprochen wird. Und ja, das ist nicht sehr viel. Und das ist nur für eine Sau aus Biohaltung. Bio ist aber nur 1,9% von allem verarbeiteten Fleisch in der Schweiz. Eine normale Schlachtsau hat viel weniger Platz, nämlich bloß 0,9 Quadratmeter. Das ist schon ein bisschen wenig, oder? Schon ein bisschen sehr massentierhaltungsmässig, oder? Hans Frey vom Schweizerischen Bauernverband. Aber wenn die Quadratmeter in der Schweiz sind, sind eben gleich noch ein mehr als ein Drittel grösser weder im Ausland. Und jetzt haben wir etwas ja uns schon verbessert, dass wir besser sind. Ja, Hauptsache besser als Ausland. Ausland ist viel schlimmer als wir. Das klassische Schweizer Argument. Klar ist es schlimm, dass wir Waffen exportieren, aber das Ausland setzt sie sogar auch ein. Klar, wir haben den Erwin Kessler, aber das Ausland hat den Attila Hildmann. Klar, wir in der Schweiz haben den DJ Antoine, aber das Ausland hat... Gut, DJ Antoine ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja. Aber zurück zu Marcel Dettling. Der ist ja Nationalrat. Wie gross ist denn der Nationalratssaal im Bundeshaus zum Beispiel? Ja? Weißt 400 das? Quadratmeter. 400 Quadratmeter? Ja. Okay, aufteilt auf 200 Nationalräte und Nationalrätinnen, ist das schon nicht so viel. Hm? Noch minus ein Roger Köppel, der ist sowieso nie da. Und minus ein Balthasar Glättli, der zählt ja nur halb so schmal wie der ist. Dann wäre das rund 2,03 Quadratmeter. Und jetzt, wo man noch in der Glasbox sitzen muss, bleibt einem ja wirklich wenig Platz. Da verliert man als Nationalrat oder Rätin schon mal die Relationen. Aber während der Session eben nur 3 Wochen dauert, muss ein durchschnittliches Mastschwein 6 Monate in dieser kleinen Box hocken und wird am Schluss auch noch geschlachtet. Oder sind wir da zu empathisch mit den Tieren bei Deauville? Die sind ja schließlich keine Menschen. Oder sehe ich das falsch? Fragen wir noch jemanden, der rauskommt. Julius Götz, herzlich willkommen. Nabig. Herr Götz, Sie sind Tierkommunikator, Tierwart, Tierfreund und Sie haben zuerst gar nicht in meine Tierli-Sendung gekommen. Wieso? Ja, das ist richtig. Also, was Sie da machen, ist einfach komplett unverantwortlich, meiner Meinung nach. Also, da derart antidemokratische Kräfte wie Hunde oder Tierli so eine grosse Plattform zu geben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, finde ich eigentlich nicht nur problematisch. Nein, das ist gefährlich. Gefährlich? Wieso ist das gefährlich? Ja. Sie machen Meinungen salonfähig von Hunden. Von Hunden. Ich meine, was meinen Sie, was so ein Viech für Positionen vertritt, wenn es mal darauf ankommt? Moralisch, politisch, gesellschaftlich. Also ich meine, die meisten Tiere sind in unsere Gesellschaft sowieso überhaupt nicht integrierbar. Ich kenne die meisten Tiere. Ich weiß, wie die drauf sind. Ne? Stichwort Rassismus. Stichwort, sie fressen ihre eigenen Kleinen. Also,
Unglaublich. Und ganz im Ernst, Sie glauben doch nicht, dass irgendeine Hauskatze auch noch annähern und würde freiwillig so eine Gesichtsmaske anlegen, wenn es eine Pandemie gibt? Ja, wer weiß? Bitte. Alle wünschen sich immer, dass man mit den Tierchen kommunizieren kann, damit man endlich mal weiss, was sie wollen. Damit man weiss, was unsere Haustiere denken. Ich sage Ihnen, das Allerletzte, was sie wissen wollen, ist, was ihr Haustier denkt. Meine, wer will das überhaupt wissen, was die denken? Was sollen die auch denken, die Viecher? Was meinen Sie, was denkt ein Delfin aus dem Goniland über das Frauenstimmrecht? Das ist doch dem Scheiß egal! Wieso? Weil er ein Arschloch ist, der Delfin! Nein, schauen Sie, wir wissen doch, 90% von allen Menschen sind komplette Vollidioten. Voilà, das wissen wir alle. Wieso soll es bei den Tierchen anders sein? Wieso wollen wir denn unbedingt wissen, was die denken? Warum denn? Wie wird das denn, wenn sich alle Tierchen die ganze Zeit mitteilen? Laufen wir durch den Wald und in jedem Baum hockt irgendein hure Eichhörnchen und sagt: «Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu meinem TED-Talk über den Gender Pay Gap im Wald.» Nebendran irgendein hure Fuchs: «Habt ihr gewusst, in einer richtigen Carbonara gehört im Fall Kaira?» Wer will so etwas? Gut, aber in Basel werden ja zum Beispiel jetzt gerade das Grundrecht von Tieren diskutiert. Also man überlegt ja jetzt, ob man einfordern soll, dass zum Beispiel Primaten Menschenrecht bekommen, Tierrecht. Grundrecht für Primaten. Das ist nur der Anfang, sage ich Ihnen. Das ist nur der Beginn. Und dann kommen plötzlich alle, einer nach dem anderen. Der Giraffe, der Hamster, der Regenwurm, der Iltis. Und dann, alle fordern nicht nur Grundrechte, sondern wenn es immer mehr, dann kommt plötzlich der Hirsch und fordert irgendwie eigene öffentliche WCs für Paarhaufen. Dann kommt der Pinguin und will die Pinguinquoten im Nationalrat. Dann kommt der Lachs und fordert den Ausbau vom nationalen Wasserstraßennetz. Es hört einfach nicht auf. Das ist eine einzige riesige Büchse der Pandas. Pandorgas! Gut, aber vielleicht finden wir da gleich irgendwie einen Konsens. Finden Sie nicht auch, dass Massentierhaltung und auch Käfighaltung gerade in den Zoos, dass das jetzt ein bisschen vorbei ist? Nein. Das sollte aufhören. Also, hören Sie. Die Sau hört dort auf, wo der Salami beginnt. Fertig! Das war schon immer so. Und von wegen Zoo. Gerade die jungen progressiven Kräfte reden ja immer von dem bedingungslosen Grundeinkommen, das ein modernes Gesellschaftsbild zeigt. Ja, voilà, was ist denn ein Tier im Zoo anders als jemand mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Das ist doch genau das, was die Sozialisten immer fordern. Ein Tierli im Zoo hat alles, was es braucht. Genug zu essen, lebt gratis, hat gesundheitliche Versorgung, ist alles tiptop. Das ist eine sozialistische Utopie. Ich sage schon immer, wer mit 15 nicht Vegetarier ist, hat kein Herz. Wer aber mit 45 immer noch Vegetarier ist, der hat keinen Magen. Danke für den Einblick, Herr Götz. Ja, man könnte die Tierrechte ja lang und ausschweifend diskutieren, aber schlussendlich ist es doch ganz einfach, wer muss schauen. Ja, ich muss sagen, am Schluss entscheidet der am Ladentisch, was produziert wird. Ja, der am Ladentisch, also anscheinend wir, Konsumentinnen und Konsumenten. Natürlich nicht Politik oder die Fleischkonzerne, nein. Ein ganz klassischer Fall, liebe Leute, von Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung kommt in der Schweiz sowieso immer gut, wie wir seit einem Jahr und über 10'000 Corona-Toten wissen. Sitz, Platz, Pfui. Das war Döbel mit dem Satire-Spezial. Mit dabei waren der Gabriel Vetter und der Charlie. Danke, Marike. Hier ein Gutzli für dich. Und ihr daheim, warum schlafen am besten Schöfli? Natürlich Bio-Schöfli zählen. Nächste Woche sind ohne Rolf bei mir. Schaltet ein. Bis dann. Gute Nacht.